Er war Mitte des 19. Jahrhunderts einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Welt. Er entdeckte zwei chemische Elemente. Nach ihm ist unter anderem ein Krater auf dem Mond benannt und praktisch jeder musste im Chemieunterricht schon einmal eine Apparatur beschreiben, die nach ihm benannt ist. Und zu alledem wirkte er sogar an der Philipps-Universität in Marburg. Aber wer ist eigentlich Robert Bunsen? Robert Wilhelm Eberhard Bunsen wurde am 3. März 1810 als der jüngste von vier Söhnen des Literaturprofessors Christian Bunsen in Göttingen geboren. Nach seinem Abitur studierte er an der Universität Göttingen Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt in Mathematik und Chemie. Seine Dissertation, das ist eine Doktorschrift, also die Arbeit, nach deren Bestehen man einen Doktortitel verliehen bekommt, schrieb er 1830, vollständig auf Latein. In der Zeit nach seiner Dissertation, also seines Doktortitels, reiste er durch das westliche Europa. Im Jahr 1833 war Bunsen Teil des Frankfurter Wachensturms, einem Revolutionsversuch an der Frankfurter Haupt- und Konstablerwache, der jedoch fehlschlug. Ziel dieses Versuchs war es, die unterschiedlichen Königreiche und Fürstentümer der deutschen Sprache zu vereinen. Für Geschichtsinteressierte, das passierte etwas später, nämlich 1848. Zurück zu Bunsen und nach Göttingen. Dort forschte er ab 1834 an der Löslichkeit von Metallsalzen, der Arsensäure, und entdeckte dabei das Gegenmittel gegen eine Arsenvergiftung. Arsen ist ein chemisches Element und kommt in Lebensmitteln vor. Und das Ganze ist ab einer bestimmten Dosis leider giftig. 1836, also kurze Zeit später, wechselte Bunsen an das Polytechnikum nach Kassel, wo er am Hochofen forschte und sich bei einem Unfall dort schwer am rechten Auge verletzte. Wiederum kurze Zeit später, 1839, gelang Bunsen an die Philipps-Universität nach Marburg, wo er sich durch seine Forschung im Bereich der Gasanalyse endgültig in der Wissenschaft einen Namen machen konnte. Nach kurzer Forschung im polnischen Breslau übernahm Bunsen 1852 einen Lehrstuhl an der Universität in Heidelberg. Hier arbeitete er im damals modernsten Laboratorium Deutschlands und forschte schließlich mit dem Physiker Gustav Kirchhoff an sogenannten Spektrallinien. Mit Hilfe der Spektroskopie können beim Erhitzen einzelne chemische Elemente klar identifiziert und voneinander unterschieden werden. Mit dieser Methode war der Grundstein der modernen Astronomie gelegt und das Verfahren wird heute noch verwendet. Mit etwas Glück und den richtigen Lehrkräften behandelt ihr die Spektroskopie vielleicht eines Tages in Physik oder Chemie in der Oberstufe. Bunsen unterrichtete in Heidelberg viele im Nachhinein bekannte Wissenschaftler. Im Alter von 78 Jahren zog er sich vom universitären Geschäft zurück. Bunsen starb am 16. August 1899 im Alter von 88 Jahren. Ein Freund und langer Weggefährte aus der Wissenschaft, Sir Henry Roscoe, beschrieb Bunsen mit den folgenden Worten: Als Forscher war er großartig, als Lehrer sogar noch großartiger, als Mensch und Freund war er der Größte. Bunsen sind zahlreiche Ehrungen und Ehrenmitgliedschaften in der Wissenschaft zuteil geworden. Ihm ist eine Ehrentafel in der Heidelberger Universität gewidmet. Und nach ihm sind in vielen Städten und Gemeinden Schulen und Straßen benannt. Wenn ihr das nächste Mal einen Bunsenbrenner bedient, denkt ihr vielleicht an ihn.